Hallo, herzlich willkommen zu diesem Tekion-Lehrvideo. Mein Name ist Henning Hubeling. Das Thema dieser Lehreinheit ist der Tekion-Grundschritt, auf Koreanisch Pumbapgi. Pumbapgi bedeutet frei übersetzt so viel wie Dreieckschritt. Bei der ersten Übung zu Pumbapgi stellen wir uns ein Dreieck vor und die hinteren beiden Punkte sind da, wo meine Füße jetzt sind. Und der vordere Punkt ist genau in der Mitte vor mir, sodass in etwa ein gleichseitiges Dreieck entsteht. Wichtig bei der folgenden Übung sind diese Punkte. Wir gehen mit dem linken Bein zum Beispiel nach vorne und hinten bleibt die Ferse auf der Erde. Dann gehen wir mal mit dem rechten Bein nach vorne. Beide Beine haben in etwa das gleiche Gewicht. Jetzt zeige ich das nochmal von der Seite. Wenn man den Fuß nach vorne setzt, nimmt man die Schultern leicht zurück und die Hüfte leicht nach vorne, sodass so eine leicht schaukelnde Bewegung entsteht. Also nicht einfach nur so, sonst sieht das zu steif aus, sondern Schultern etwas nach hinten und Hüfte etwas nach vorne. Auf der anderen Seite genauso. Wie gesagt, die hintere Ferse bleibt auf der Erde, nicht etwa hier hinten hochgehen. Und etwas schaukeln. Nochmal von der Vorderansicht. Na, dul, set, net, dasot, yosot, ilgob, gadol. Als nächstes integrieren wir in diese Vorübung die Bewegung Kumshin. Dazu ist es hilfreich, wenn ihr vorher das Video zum Thema Kumshin geguckt habt. Und wir fangen mit einer solchen Kumshin-Bewegung an, indem wir das linke Bein hochheben und rechts ins Knie runtergehen. Und zwar so. Jetzt setzen wir das linke Bein nach vorne auf den Dreieckspunkt und gehen wieder halt mit den Schultern etwas nach hinten und mit der Hüfte leicht nach vorne. Dann wieder zurück in Kumshin, auf die andere Seite in Kumshin runter und rechts vor. Dann wieder runter, andere Seite runter und vor. Jetzt machen wir das erst ganz langsam. Und wenn man das etwas sicherer beherrscht, dann wird man schneller. Und das sieht dann ungefähr so aus. Na, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, aho, yol. Diese Form von Pumbapgi nennt man Pumnebapgi, weil man nach innen geht, denn Näh heißt innen. Pum ist so viel wie Dreieck, Näh ist innen und Bapgi heißt schreiten oder stampfen. Ja, damit sind wir am Ende dieses Lehrvideos und ich wünsche viel Spaß beim Üben.